Also, guten Morgen. Wir sind noch gestern heil angekommen. Wir sind nach Cusco geflogen, das ist ja ein neuer Vlog. Und wir machen uns jetzt auch direkt auf Richtung Aguascalientes, also Richtung Machu Picchu. Ja, und dafür fahren wir jetzt erstmal mit dem Bus 7 Stunden, glaube ich, bis zu Hidroelektrica und dort werden dann 2 Stunden nach Aguascalientes gelaufen. Genau. Wir sind gestern Abend schon angekommen und Cusco ist echt super schön. Super hoch auch wieder, ich glaube 3400 Meter, aber diesmal geht es ganz gut bei uns mit der Höhe. Und wir müssen jetzt zum Reisebüro, wo wir den Bus gestern gebucht haben. Der kostet 60 Soles hin und zurück. Genau, und den Rest erzählen wir auf den Bahngleisen. So, wir sind jetzt hier angekommen am Hidroelektrica. Genau. Und die Fahrt war tatsächlich gerade am Ende noch mal ein bisschen abenteuerlicher als erwartet und ziemlich nah an dem Abgrund. Am Abgrund war eigentlich nur noch letzte anderthalb Stunden noch so ein Schotterweg irgendwo an den Berg reingeschneist. So hoch. Und der ist ja so schnell gefahren. Vertrauen. Genau, und jetzt laufen wir los. Ja. Leider regnet es ein bisschen, aber bleibt uns ja nicht alles übrig. Ne? Wir machen uns ein paar besser auf den Weg. Naja, warum wir überhaupt diesen Aufwand auf uns nehmen? Es gibt ja verschiedene Wege zum Machu Picchu zu kommen. Wenn man Geld hat, kann man in Cusco in den Zug steigen, kann hier im Hotel schlafen, kann sich einen Guide nehmen, eine Tour buchen, alles Mögliche. Geht dann gerne in die Hunderte von Euros. Wenn man nicht so gut betucht ist wie Hunderte von Menschen hier, dann bucht man sich eben diesen Minibus in Cusco nach Hidroelektrica und läuft dann die Bahngleise entlang nach Aguascalientes, der Ausgangsort von Machu Picchu. Das sind jetzt noch, glaube ich, 10 Kilometer etwa, 2,5 Stunden, sagt er. Dann übernachtet man da halt, steht um 4 Uhr morgens auf und läuft die Treppen hoch zum Eingang von Machu Picchu. Es fährt irgendwie auch ein Bus, ich weiß gar nicht, was der kostet. Naja, auf geht's. Sind wir wieder im herrlichen Licht unseres kleinen Hostelzimmers. Wir haben hier sogar einen schönen Ausblick in die Berge, da sieht man aber nichts, weil es dunkel ist. Wir haben hier schon geduscht, wir haben nämlich ganz schön geschwitzt nach meiner Wanderung. Das hat sich echt hingezogen, wir waren bestimmt mindestens 2,5 Stunden in straffem Schritt. Und wir sehen es hier, es ist super hübsch, aber wir müssen jetzt auch schlafen, weil wir morgen um 4 Uhr aufstehen werden und zum Machu Picchu hochlaufen. Jawohl. Das ist der Plan. Wir haben hier schon lecker gegessen. Insgesamt ist alles etwas teurer. Zum Vergleich, einen Wasserkanister haben wir damals in Huanchaco für 5 Soles gekauft, jetzt für 12. Aber es ist immer noch alles okay. Es ist alles okay. Also ich meine, diese Stadt existiert nur für Touristen. Von daher ist es irgendwie auch verständlich. Adri googelt jetzt noch, was wir mitnehmen dürfen oder nicht. Und dann gehen wir schlafen und sehen uns morgen in aller Frühe. Gute Nacht. So, es ist 4.23 Uhr. Wir sind gestiefelt und gesporen und es regnet. Wir haben hier Regenjacken, leider haben wir die Regenhöhe von Rucksack nicht dabei, aber es hört bestimmt gleich auf. Also wir sind jetzt hier, weiß nicht, eine Viertelstunde gelaufen oder so. Jetzt ist hier unten schon ein Gate. Und wir hoffen, dass das nicht das Gate ist, das erst um 6 aufmacht. Weil sie jetzt noch nicht mal 5. Und ihr habt ja gesehen, die Schlange ist schon voll lang. Und wir dachten, dass wir halt hochlaufen können. Jetzt mal sehen, ne? Da fährt der Bus. Und hier bewegt sich wenigstens was. Wir haben uns überlegt, wahrscheinlich fährt der Bus hin. Früher, damit der früher da ist als die Wanderer. Wir werden den hier dann aufgehalten. Damit man auch schönes Posten bekommt. Ne? Alter, war das anstrengend. Und wir haben gerade gesehen, man hätte einfach für 40 Soles mit dem Bus fahren können. Also 10 das heißt, Euro. Anstatt diese Wanderung zu machen, weil man sieht eh nichts, es ist total neblig, hätten wir auch mit dem Bus hierher fahren können und uns 2 Wanderungen sparen. Also wir haben es endlich drauf geschafft hier. Und ich muss sagen, diese Aussicht ist überragend. Also wir finden es echt schön. Bisschen rot. Und verschwitzt. Wir finden es echt schön, wie diese Aussicht hier ist. Diese klare Weite. Dass man wirklich dass man alles hier sieht und wie weit. Und das ist ey, da oben ist blauer Himmel.
Also ein Hauch von. Also man kann erahnen, dass es irgendwo einen Himmel gibt. Wir haben das Gefühl, es klärt schon so ein bisschen auf. Also zumindest ist es das, was wir uns einreden. Aber hier sind Ruinen, sieht man ganz klar. Wenn man schon keine Ruinen sieht, sieht man wenigstens Lamas. Dafür hat sich doch hier 50 Euro Eintritt auch gelohnt. Ach, das wird besser. Also hier ist noch ein bisschen Bedarf, aber wir sind zuversichtlich. Wir hatten jetzt eine kurze Phase von Klarheit. Jetzt ist es leider wieder zu. Aber es ist jetzt gleich 7, das heißt, wir können uns aufmachen auf den Berg. Wir haben uns ja hier dazu gebucht. Also der Eintritt, das ist eigentlich somit, glaube ich, ist das teuerste hier gewesen. Der hat 150 Solos gekostet, nur für Machu Picchu. Und wenn man noch einen Berg dazu machen will, dann halt 200 Solos. Also haben wir jetzt etwa 12 Euro gezahlt für die Wanderung, deswegen machen wir die jetzt auch. Und hoffen, dass es einfach nochmal ein bisschen Glück gibt und ein bisschen aufklärt. Aber es sieht ganz gut aus, hoffentlich. Hoffentlich. Also es hat uns jetzt ja Mut gegeben. Hoffentlich war es nicht für heute. So, nochmal anstehen für Wanderung. Jawohl. Ja, ich habe echt gehofft, dass man nicht mehr noch mal so viel Treppen laufen muss. Ich weiß nicht, ob man sieht, aber es ist so steil. So steil. Damit haben wir nicht gerechnet. Alter Schwede. Vor allem noch den Aufstieg vorhin schon. Voller und voller. Alle warten gespannt. Aber das Wetter spielt nicht so mit. Das ist schon die ganze Zeit komplett bewölkt. Man sieht ein bisschen in die umliegenden Berge, aber Machu Picchu ist komplett zu. Es kommt doch noch was raus. Wow, wie viele Menschen da stehen da unten. Siehst du das? Ich habe gerade noch was kurz gesehen, das ist wieder komplett zu. Das ist so krass, wie schnell das geht. Aber gutes Timing, weil wir müssen wieder runter. Das ist hier alles streng getaktet. Aber das habe ich jetzt noch kurz gesehen. Das macht ein bisschen glücklich. Und mit der Sonne ist auch schön und alles gut. Und da stehen sie alle. Wir machen hier Fotos, da standen wir auch gerade. Aber jetzt geht's runter. Da ist nochmal ein Blick ins Tal. Weißt du, schön, dass wir es kurz gesehen haben. Ah, es klart nochmal voll auf. Also voll ist gut, aber für... Sieht schon geil aus von oben. Machu Picchu.
unten ist Aguas Calientes, was man da sieht, dieses Dorf. Ja? Da müssen wir jetzt noch hinlaufen. Aber wenigstens aufgeklärt und man sieht es jetzt hier die ganze Zeit. Jetzt sieht man es natürlich nicht. Gleich sieht man es. Also vielleicht zur Info für jeden, der diesen Track auch machen will. Meine Brille beschlägt immer so, wenn ich schwitze. Also ist vielleicht gut. Morgens steile Treppen, deswegen kann ich nicht so euch in die Augen gucken. Aber ich hoffe, das ist okay, bevor ich hier runterfalle. Morgens ist gut, weil nicht so viele Leute da sind. Ihr habt ja gesehen, wir waren wirklich mit die Ersten in der Schlange von allen tausenden Leuten, die heute in Machu Picchu reingehen. Aber wenn ihr auf den Berg wollt, ist vielleicht gar nicht so blöd, ein bisschen später zu gehen, weil es halt morgens von der Tendenz her anscheinend immer neblig ist und dann immer aufklart. Das habe ich mal gelesen, habe ich nicht so ernst genommen. Aber ist offensichtlich wirklich so. So viel dazu. Sind wir wieder hier am Ausgangspunkt. Schau, was für ein Unterschied zu heute Morgen, ey. Und deswegen aber jetzt gerade wieder an zu regnen. Also es fing gerade an zu regnen. Ja, jetzt fing wirklich an zu regnen. Aber das war ja vorausgesagt, es kommt viel später als gedacht und wir haben es noch gesehen. Und wie viel mehr Menschen jetzt da sind, das ist schon krass. Heute Morgen war da einfach niemand da unten. Hier sieht man die ganzen kleinen bunten Punkte. Genießt das? Ist geil. Also, dann gucken wir uns das mal von näher an. Die Häuser sieht man auch, die waren Fan von Reihenhäusern. In Wahrheit habe ich gerade bei Natur belauscht, dass es hier eins war für reiche Leute oder für sehr besondere Leute, die in die Stadt gekommen sind. Also es waren nicht verschiedene Reihenhäuser, sondern irgendwie Küche, Badezimmer, Schlafzimmer oder so. Ich weiß nicht, ob die Reihenfolge stimmt, aber es ist ja Wumms. Bei dem günstigsten Weg nach Machu Picchu ist nun mal kein Guide dabei. Das ist dann doch ein bisschen schade, weil man natürlich ein bisschen mehr fahren würde. Dafür werden wir uns durchlaufen, alles angucken, später eine Doku dazu angucken und schauen, was wir wieder kennen. Das ist hier die Budget-Variante. Sonne ist übrigens wieder da. Wetter ist sehr wechselhaft. Ich habe noch was Spannendes aufgeschnappt. Und zwar, das hier unten war so das Bildungsgelände. Es wurden Mädchen und Jungs ausgebildet. Aber die Schulen waren getrennt. Das war zum Beispiel die Mädchenschule. Und hier war dann wie so ein Platz für, weiß nicht, Sportspiele oder so vielleicht. Aber das ist interessant. Und da unten wurden Lamas gehalten. Letztes Video aus Machu Picchu. Es ist immerhin schon 12 Uhr, das heißt, seit 6 sind wir hier drin, 6 Stunden. Jetzt sind wir ein bisschen müde, Adrian Hunger, das ist wirklich ernst. Und deswegen gehen wir jetzt zurück und dann sehen wir uns vielleicht nochmal in Aguas Calientes. Wir sind zurück im Hostelzimmer. Wir wollen seit einer Stunde oder so duschen gehen und wir können uns einfach nicht mehr bewegen. Wir sind so kaputt, dieser Runterweg hat uns nochmal so fertig gemacht. Wir sind einfach heute mal, also ist aufgefallen, 1000 Höhenmeter Treppen gestiegen. Und zwar einmal hoch und dann wieder runter. Und unsere Beine können uns nicht mehr zur Dusche tragen. Hunger haben wir auch, aber bevor wir rausgehen, müssen wir wohl duschen, weil wir sind echt ganz schön verklebt. Übrigens ist das unsere Aussicht. Also ich merke Adrian mit Bewegung in die Sache, dann gehen wir erstmal duschen und dann gehen wir irgendwas zu essen suchen. Es ist jetzt der nächste Tag. Oh, wir haben beide so Muskelkater. Wir können überhaupt nicht laufen. Also alles, was ohne Steigung ist, geht noch so gerade mit nur halbmäßigen Schmerzen. Aber alles mit Steigung ist unfassbar. Wir haben jetzt gefrühstückt. Und zwar haben wir hier vielleicht den tollen Tipp, weil Peruaner haben keine Frühstückskultur, keine Ahnung. Zum Frühstück gibt es immer Brötchen mit Marmelade und Margarine oder mit Eiern. Und es ist dann hier auch verhältnismäßig ziemlich teuer.
Also haben wir uns ein kleines Restaurant gesucht, das so ein Menü angeboten hat. Das machen die hier auch alle. Das ist 15 Soles gekostet pro Person. Und wir hatten da voll schöne Vorspeise. Dann zur Hauptspeise gibt es meistens immer nur Fleischgerichte. Adri hat so ein Lomo Saltado, aber mir, ich frage eigentlich immer und sie können mir immer irgendwas Vegetarisches machen. Und manchmal, wenn man Glück hat, ist sogar noch ein Nachtisch dabei. Bei uns waren es halt Pancakes. Also war es eigentlich das mega Frühstück und hat dann genauso viel gekostet wie so Toast mit Eiern. So, jetzt sind wir in Aguas Calientes noch. Habt ihr gerade gesehen? Hier ist gerade ganz hübsch. Das zeige ich euch noch einmal kurz. Wir fahren jetzt heute zurück nach Cusco. Wir würden es auch nur jedem empfehlen, der das macht, das hier mit zwei Nächten Aguas Calientes zu machen, weil wir gestern auf der Wanderung echt keinen Nerv gehabt hätten, noch irgendwie zum Bus zu laufen und dann noch 7 Stunden Bus zu fahren. Also wenn man nur den Machu Picchu macht, dann geht's vielleicht. Ja, aber es ist trotzdem anstrengend. Nehmt euch die Zeit und macht die 2 Nächte. Und wir melden uns später noch einmal mit einem kleinen Fazit, wo wir einfach nochmal sagen, was es jetzt genau alles gekostet hat. Bis dann. Ciao. So, Freunde. Aus Cusco wurde jetzt Arequipa. Wir sehen uns aus Arequipa wieder. Wir haben noch ein paar Tage in Cusco verbracht. Das war einfach voll schön, sich mal so durch die Stadt treiben zu lassen. Cusco ist echt super schön. Ja, Arequipa ist auch ganz schön. Es ist halt was komplett anderes. Jetzt kommen die Kosten für den Machu Picchu. Und zwar für 3 Tage haben wir pro Person 106,50 € ausgegeben. Dazu Gehirn. Die Preise, die jetzt kommen, sind pro Person das Ticket für 54 €. Das war aber mit dem Montaña Machu Picchu. Sonst würde es nur 40 kosten. Der Bus, der hat 16 € pro Person gekostet, auch hin und zurück. Mit Mittagessen auf der Hinfahrt, auf der Rückfahrt, nicht? Die Unterkunft waren 15 € pro Person, also es waren 2 Nächte bei uns. Für Essen haben wir insgesamt pro Person 20 € ausgegeben. Es gibt viele kleine süße Restaurants in Aguas Calientes, aber wir haben uns auch vorher ein paar Sachen gekauft, so zum Wandern im Supermarkt, so Riegel oder so. Und dann noch haben wir für Regenponchos und Toilettengänge bei Machu Picchu 1,50 € pro Person ausgegeben. Jetzt noch so ein kleines typisches Hanan-Adri-Fazit zu der ganzen Sache, weil Machu Picchu ist ja schon erstens eine teure Angelegenheit, zweitens ein großer Aufwand und deswegen, ob es sich so für uns gelohnt hat. Ich fand es schon cool. Es war mega interessant, es war mega schön, der Moment, wo wir dann oben standen, dann haben sich die Wolken verzogen und wir waren ja schon am Aussichtspunkt, das heißt, wir hatten dann echt so wie Vorhang auf und dann diesen Blick und es war wirklich so ein richtig so ein bisschen magischer Moment und es ist extrem geil und sieht schön aus und es ist interessant. Aber es war jetzt nicht so das Highlight unserer Weltreise. Ich finde es gut, dass ich es gesehen habe, sonst würde ich mich wahrscheinlich fragen, wäre es das wert gewesen oder nicht. Adri hat dazu ein bisschen eine andere Meinung. Also ich würde es, so wie wir es gemacht haben, eigentlich auf keinen Fall nochmal machen, um ehrlich zu sein. Einfach den Aufwand, den man dafür betreibt, dafür, dass man was sieht, was man einfach auf jedem Foto, schon von jedem Winkel gesehen hat, war halt für mich dasselbe wie zum Beispiel Uluru. Es war schon, ich war froh, dass ich es gemacht habe, um es zu wissen. Allerdings muss ich halt sagen, wenn ich es jetzt nochmal machen könnte, würde ich es halt eher mit einer Wanderung kombinieren, also mit dem Saikan Trail oder es gibt ein paar verschiedene, die halt dorthin gehen. Und das wäre es mir eher wert. Versteht mich nicht falsch, es ist beeindruckend, wenn man dort ist und es ist auch toll. Und wie gesagt, ich würde es auch machen, aber halt dann, wie gesagt, mit einer Wanderung eher. Ja. Und vielleicht dann lieber ein bisschen was mehr ausgeben. Einfach, dass man auch dann den Umriss von den ganzen anderen wirklich nochmal sieht und wirklich da. War halt Pech, dass wir auch so schlechtes Wetter hatten von oben. Sonst würde ich schon sagen, die Wanderung da hoch, wenn man fit ist, kann man schon mitmachen. Das ist dann schon nochmal was Besonderes. Sonst hat man wirklich so viel Aufwand dafür, dass man dann 3 Tage, 3 Stunden die Ruinen anguckt. Und das von oben nochmal zu sehen, ist bestimmt cool. Auf jeden Fall, macht's mit der Machu Wanderung Picchu. Und geht, wenn es Trockenzeit ist, weil wir haben auch die Wanderung zu einem, ich glaube, weil A, Regenzeit war. Und wir wussten halt nicht, 3 Tage oder 4 Tage im Regen laufen, ist nicht geil. Und zweitens, wir wollten eigentlich primär eigentlich in Peru surfen und wir haben uns eigentlich auch relativ kurzfristig dafür entschieden, das zu machen. So, jetzt beenden wir dieses Video. Danke, dass ihr es bis hierhin mit angeschaut habt. Das waren wirklich interessante Tage für uns irgendwie, ganz anders natürlich als der Rest von Peru. Wir hoffen, wir fanden es auch interessant und ihr seid beim nächsten Video mit dabei. Ja, lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Genau, und hier könnt ihr den Kanal abonnieren und hier geht's zum nächsten Video, sobald es online ist. Tschüss!